Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativeverse. Ich habe Besuch. Sag mal, geht's euch noch gut? Das ist mein Bett, raus. Raus. Ich will schlafen. Danke. Oh, jetzt haben wir es auch einen Tag später. Guck mal, die verlassen meine Wohnung. Das ist schon mal praktisch. Ja. Und wir kümmern uns weiter um unser Boot. Was fehlt noch? Die Dings. Ich habe hier mal kurz ein Loch reingerissen. Ich glaube, das war irgendwie ganz chillig. Nein, es fehlen die Mäste. Mast 1 muss rein theoretisch, wenn wir zwei Master probieren. Hier so her. Mast 2 würde ich sagen hierher. Das Ding ist halt nur. So ein Dreiermast ist zu breit und 2 klappt nicht. Aber wir machen hier auch ein bisschen was Innovatives. Dass es nicht ganz so extrem aussieht. Erstmal gucken von der Entfernung her, wie das so aussieht. Von der Position. Ich müsste eigentlich noch weiter zurück. Das dachte ich mir nämlich schon fast. Und das ärgert mich ein bisschen. Weiter zurück würde mich heißen hier vor. Hier so. Das heißt, wir könnten das wahrscheinlich nochmal umbauen. Aber so sieht die Position einfach besser aus. Breiter würde ich gar nicht werden. Hier würde ich vielleicht noch einen nach vorne. Gucken. Ja, so passt es. So passt es. Okay, hier wieder raus. Durch die Treppen ran. So. Nee, innovativ, meine ich so. Treppe. In dem Fall kommt das hier nämlich weg. Bringt ja nichts. Sonst du mit dem nicht ärgern, sonst drüber. Erstmal mal mit so einer Variante. Durch den Mast durch. Ist jetzt vielleicht ja nicht so bekannt, aber. Dann müsste ich hier aber auch rot machen. So. Könnte ich mitarbeiten, glaube ich.
Ja, jetzt müssen wir hier nur über das Richtige treffen. Und auch hier mittig möchte ich was machen. Nämlich so. Das damit ein bisschen unterbrechen. Was haltet ihr denn davon? Ist doch mal was anderes. Oder? Sieht nur von der Seite extrem scheiße aus. Okay, nee, können wir nicht machen. Können wir nicht bringen. Bams. Weg damit. So, müssen wir doch so einhergehen. Das ist halt schmaler. Ein bisschen hoch. Frage ist jetzt, wie hoch? Kennt ihr das Spielchen schon? Jetzt müssen wir erstmal hier das hier ausloten. Das gute Segel, na, das tut wieder ein Spaß. Zack. Hier einen hin. Und einen noch. Ja, doch, so ungefähr. Das haben wir jetzt auf einer Höhe von 1, 2, 3. Viel. Natürlich, das Geile ist, dass wir das verkehrt rum gemacht haben, aber egal. Müssen die alle einmal drehen. Und weggezaubert. So. Hier, zack. 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 So, okay, nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der Riesenpenis. Zu hoch. So. Hier dementsprechend ein kleineres hin. Von der Höhe her passt es auf jeden Fall.
Der ist genau auf dem letzten. Ja, das muss ich nämlich hier auch so lassen dann dementsprechend. So. Passt. Huhu. Komm, noch ein. Okidoki. Segel sind grundgelegt. Mal rüber. Doch, ich denke, das passt dann, wenn das soweit steht. Von der Größenordnung denke ich, ist das auch okay. Doch, wird gut. So, dann kümmern wir uns mal um die Segel. Dazu haben wir hier genau die hier reingehauen. Denn wir brauchen, aber ich brauche noch was dazu. Genau, die Salzblöcke. Guck mal, einen haben wir ja. Nehmen wir alle mal mit. Ein bisschen Holz können wir hier lassen. Brauchen wir nicht alles. Mehr zumindest. ...220 Blöcke. Ich habe gerade eine Idee. Gucken, wie es aussieht am Ende. Gib Gummi! Ich würde sagen, wir fangen mit dem Großen an. Strahlend weiße Segel. Gar nicht lange rumeiern hier. Zack, zack. Ist mal nur ein nach außen. So. Jetzt können wir schon fast sagen, so. Uns ja hier auch mittig irgendwo treffen. Boah, siehst ja, das ist wahrscheinlich wegen dem Licht. Ah ja, Gott sei Dank. War schon eklig. Darf nur nicht in ganz so großem Maß wie denken wie beim letzten Mal. Das ist, glaube ich, sonst echt ein Fehler. So. Fast schon sagen würde, hier bin ich zu weit draußen. Was auch blödsinnig ist. Halt mal. So.
Noch einen rein geht, glaube ich, zu weit. Wohl. Schauen wir mal gucken. So Kreuz hier, so die Engländer. Das heißt, das hier ist jetzt genau die Mitte. So. Gucken. So, das heißt, der dahin. Ja, doch lustig. Also so vom Optik her sieht das hier auf jeden Fall schon mal gut aus. Nur hier bin ich mir gerade ein bisschen unschlüssig. So mache. Ne, den weglassen, ne? Oder besser gesagt dahin. Und hier dann wieder hier. Zack. Nee, gucken, dass wir hier echt was Schönes zaubern. So ein Segel ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Das heißt, an dieser Stelle, damit ich weiß, wo ich was gesetzt habe und wo nicht. Geht der so. Passt das? Ne, ich glaube. So, ja, jetzt wird es kompliziert. Ich nehme mal raus. Okay, das ist die Ecke. Einer. Oh shit. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, das passt. Hier ist ein Fehler. 1, 2, 3. Das passt. Der ist falsch. Der muss da hin. Dann kommt da einer hin. So. Das heißt, hier an dieser Stelle. Da, da, da. Zack. Das wäre schön, wenn wir das Großsäge jetzt fertig kriegen, zumindest in dieser Folge. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten, alter Schwede.
Passt das denn? Zack. Zack. Was habe ich hier getan so? Muss ja, ne? Ja, ein bisschen verzögert, aber nicht schlimm. So, der geht jetzt 2 hoch. Komm, wir gucken jetzt einfach mal. Wir müssen jetzt eh Feier machen. Guck mal, ist schon fett. Wo ich den oberen wahrscheinlich auch noch nach innen setzen muss. Also den hier dahin. Den dahin. Sehr cool. Und dann noch wahrscheinlich noch das. Könnte auch Johanniter oder so. Ein Erste-Hilfe-Schiff. Zack. Nö, mir gefällt's. Kann ich mit leben und arbeiten. So, von der Optik passt das bis jetzt auch. Sieht alles ganz vernünftig aus. Wir sind jetzt hier auf der vorletzten Ebene, aber die kommt in der nächsten Folge auf jeden Fall. Also wieder einschalten. Wir sehen uns. Bis dahin.